Wenn ihr ein Business habt oder ein Produkt habt, stellt euch bitte die Frage, ganz ehrlich, will den Scheiß irgendeiner haben? Und ich sag mal, bei 60, 70, 80% der Businesses will das niemand haben, weil es niemand braucht. Wenn du sagst, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Coach für Persönlichkeitsentwicklung ist keine Positionierung. Und du hast das geil gemacht. Es geht um Move Your Ass. Beweg deinen Arsch, tu Neues, mach Neues. Dann erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Felix, schön, dass du da bist. Ja. Weißt du, was ich glaube? Man kommt an dir nicht vorbei. Also ganz ehrlich, überall ploppst du bei mir auf. Ne? Du ploppst bei mir bei Instagram auf und ab und zu kriege ich nicht mehr. Nee, ich weiß nicht. Bei dir mag man es irgendwie, weil irgendwie hast du sowas, dass man denkt, von dem ist es in Ordnung. Andersrum kommst du aber auch nicht an den Leuten vorbei, glaube ich. Denn dich spricht doch jeder an und sagt, du bist doch der. Ich will dir kurz von meiner Business-Idee erzählen. Ja. Passiert dir das nicht eigentlich ständig? Also es geht, jetzt klar, jetzt ist hier für, haben wir hier Kölner? Ja, das ist aber für einen Kölner war das ja nichts gerade. Da war ja eine 6. Ja, also für mich ist das natürlich hier Heimat. Ne? Also für mich ist das hier Heimat. Ich komme hier aus dem Rheinland. Ich habe hier in der Lanxess Arena damals bei den Kölner Haien gearbeitet. Also von daher, hier ist natürlich ein Heimspiel. Ich habe mal damals im Studium hier den VIP-Bereich betreut. Ja. War total geil, da kamen natürlich alle Sternchen von RTL, Sat.1, RTL2, die kamen natürlich alle hier hin. Und da habe ich hier den VIP-Bereich betreut und es war mega spannend. Deswegen kenne ich halt die Arena ganz gut und bin natürlich total froh, auch wieder hier zu sein. Hast du aus der Zeit, sagen ja viele Connecting the Dots, rückwärts betrachtet, macht das alles irgendwie einen Sinn, was ich mal gemacht habe in meinem Leben? Nee. In der Arena im VIP-Bereich zu arbeiten? Nee, also erstmal, es macht halt gar nichts Sinn. Ah, ja, sehr schön. Also das ist immer so, die Leute haben immer manchmal so das Gefühl, man hätte so sein Business aufgebaut nach so einem krassen Plan. So, dann hat er Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 gemacht. Krass, bei dem hat alles geklappt. Das ist voll die Maschine. Ja, nicht? Okay, aber es gibt halt 800 Schritte, die nicht funktioniert haben. Es gibt 600 Sachen, die nicht geklappt haben. Aber es kommt ja darauf an, diese Sachen weiterzumachen. Also ich kenne so viele Sachen, die nicht geklappt haben. Veranstaltungen, die wir gemacht haben, ganz am Anfang, wo kein Schwein hingekommen ist. Also ich habe in meinem Buch geschrieben, ich hatte eine meiner ersten Veranstaltungen, da waren 10 Leute. 10. Richtig krasse Veranstaltung, ungefähr wie hier. 10 Leute. Es war meine Mutter da, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester. Und die Cousine. Meine Tante und 5 andere Leute. Davon hatten 3 ein Ticket gekauft. Aber damit hatte die Veranstaltung sich schon gerechnet. Und bei mir war so, da habe ich gedacht, okay, geil, die Veranstaltung hat sich schon gerechnet. Jetzt machst du die nächste. Und ich finde, das hat der Gary eben schön erzählt, es ist ganz häufig so eine Frage der Betrachtungsweise, wie du Dinge sozusagen siehst. Ne, du kannst jetzt hier vorne, boah, ich muss aufstehen, ich bin so ein Bitte, Speaker. Bitte, tu dir keinen Zwang, also, ich dachte, du bist ein Selbstläufer, oder? Sorry, aber du hast jetzt Leute, die setzen sich hier vorne mitten in die Sonne und sagen, fuck, warum scheint denn die ganze Zeit die Sonne? Scheiße, ich habe morgen Sonnenbrand. Mein Gott, ich kriege einen Sonnenstich. Und es gibt Leute, die sitzen hier, ich werde braun für umsonst, ich brauche nicht auf die Sonnenbank, es ist mega warm, die Sonne scheint und ich bin auf einem geilen Festival. Ja. What? Voll stehen bleiben oder nein, Quatsch. Es ist, Quatsch, überhaupt nicht. Ich fand es auch so cool, dass du eben gesagt hast, okay, bei Felix kennt man nur Vollgas. Ich habe eben gerade mit meinem Team darüber gesprochen, weil was ich so lustig finde, wenn jetzt heute Abend noch so eine Afterparty ist, ne? Ja. Ich bin jetzt 42 Jahre. Und was ich halt so spannend finde, ist, wenn ich mir jetzt überlege, heute Abend ist um 12 Uhr eine Aftershow-Party und jetzt bin ich heute Morgen seit 10 Uhr hier. Jetzt gibt es so Leute, du hast es eben gesagt, mit Vollgas. Wisst ihr, was ich gleich mache? Ich gehe kurz vor der Rednernacht, halbes Stündchen in ein Hotel, schöne Mitti, schöne Powernap. Du kannst nicht immer auf Energie sein, du musst halt unauffällig tanken. Dann laufe ich hier so lang schnell zum Hotel, mal einmal aufladen. Und dann kommst du auf der Show-Party? Ja, dann komme ich natürlich wieder auf Rednernacht. Ne, ich verpasse hier nichts, aber das ist das. Man muss seine Energie auch so ein bisschen einteilen. Ja. Energie einteilen, ne? Wenn dich Leute ständig anhauen und sagen, hier meine Business-Idee und dies und das und jenes. Ne? Sag mal, wie ehrlich kannst du oder wirst du den Menschen dann spiegeln,
voll ehrlich. Produkt ist echt voll ehrlich. Negativ. Also ich sag, wenn mir jemand, also guck mal, du musst dir immer eine Sache vorstellen, das ist mir auch super wichtig, Leute. Bei allen Coaches, bei allen Beratern, bei allen coolen Leuten. Ich sehe hier den Matthias Aumann stand. Ich habe drinnen coole Berater und Coaches gesehen. Aber du musst dir immer im Klaren sein, du kriegst trotzdem eine subjektive Meinung. Also das heißt, wenn ich jemandem sage, deine Idee ist scheiße, dann kann es sein, dass das stimmt. Es kann aber auch sein, dass es meine Einschätzung ist und dass das nicht läuft. Ich kenne viele Beispiele. Ich habe ein Beispiel, da kann ich die Firma leider nicht sagen. Da würde ich sagen, das haben bestimmt 50% von euch auf dem Handy. Die saßen vor 8 Jahren bei mir im Büro und haben mir ihre Idee erzählt. Da habe ich gesagt, Leute, das wird niemals funktionieren, das ist total scheiße. Die haben mittlerweile eine Firmenbewertung ungefähr von 380 Millionen. Ja, geil. Langsam hat der Felix gesagt, ist scheiße. Also das ist halt der Punkt. Und es ist extrem wichtig, auch als Coach, als Berater, immer so ein bisschen die Komponente mit reinzunehmen. Du hast Erfahrung, du hast Sachen gemacht, aber trotzdem kannst du nicht alles wissen. Und das muss man halt auch immer ganz ehrlich bewerten und immer sagen, hey, ich glaube, das klappt nicht oder achte auf das und das. Und das finde ich einfach wichtig, dass man das macht. Ja, hast du recht. Felix, würdest du bereit? Ja, gerne. Haut raus. Ja, cooler geil. Klatsch, klickt aufs Herzchen, alles. Für die, die es noch nicht wissen, da vorne steht der Jonas. Jonas winkt gerade, stage right. Und ihr könnt Fragen stellen dem Felix, wenn ihr welche habt. Und Felix, ich weiß nicht, ob du bereit wärst. Ich fände es geil, wenn wir so ein kleines Live-Experiment machen könnten. Wenn jetzt hier irgendjemand unter euch ist und sagt, ich habe eine geile Idee oder sonst was, also würdest du dir zutrauen, würdest du sagen, komm, hol ihn mal auf die Bühne und der darf einfach mal vorstellen und du machst mal ein bisschen Business-Coaching? Das ist immer die lustige Überraschung. Aber nicht. Also, wenn sich hier jemand findet. Also, wenn jemand Bock hat und eine coole Idee hat und die Idee mal pitchen will. Ey, the stage is yours, hat Uri Geller immer gesagt. Dann nutzt doch die Bühne. Wir werden es erleben. Also Fragen oder jemand, der sagt, ja, haben wir jemanden? Ah, wir haben jemanden. Ja, dann würde ich sagen, los, go for it, come on. Auf die Bühne mit dir. Ein Riesenapplaus für die charmante junge Dame, die da des Weges kommt. Dann machen wir eine Handkeule. So. Danke, Felix. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe Felix einfach mal ins Wasser geschmissen. Macht er gerne. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Hi, mega cool, dass du da bist. Kurz, schön, wer du bist. Schön, dass du hochkommst. Viel Spaß im Coaching jetzt. Ja, danke. Ach so, geil. Ach, direkt Coaching jetzt auch, so Vollgas. Nein, ihr redet doch erstmal. Macht's euch gemütlich. Also, erzähl. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich kenne dich von Mario Tensbold. Das soll dir schöne Grüße ausrichten. Ach, geil. Hab schon viel Wer den nicht kennt, muss ich kurz das Intro machen. Wer den nicht kennt, den Mario, der ist bei mir in der Mastermind. Der Mario kommt aus Köln. Der Mario macht Honig. Da würdest du ja jetzt sagen, okay, das ist ja jetzt nicht so doll. Honig, wollte mal wissen, wie das Unternehmen heißt. Bienenwichse. Das Unternehmen heißt, das kannst du im Rheinland kannst das machen. Das Unternehmen heißt Bienenwichse. Das müsst ihr euch mal anschauen. Er selber nennt sich die Wuchthummel. Aber geil, weil, ganz ehrlich, man denkt, das ist Quatsch. Aber der Markt für Produkte, also hat jemand von euch schon mal Manuka-Honig gekauft? Manuka-Honig, gucken wir mal ganz kurz. Wenn du mal ein Gläschen Manuka-Honig, richtigen Manuka-Honig kaufst, dann kostet der 28 Euro für Honig. Und die Leute kaufen das. Das ist wie mit Chiasamen und allen anderen Sachen. Und du kannst so einen Markt erobern, indem du eben bereit bist, auch mal ein Stück weit zu polarisieren und was anders zu machen und dein Business vielleicht Bienenwichse zu nennen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, hör mal, der hat's doch nicht mehr alle. Kaufe ich niemals, ich esse doch keine Wichse. Aber es gibt Leute, die das Produkt genau deswegen kaufen. Und auch das hat der Gary eben so schön gesagt. Es gibt Leute, die sagen, jetzt guck mal, der Typ, der hat einen Sakko an mit goldenen Knöpfen, eine Wollweste. Was ist das denn für einer? Bei dem würde ich niemals was buchen. Aber es gibt Leute, die genau bei dir Produkte kaufen und buchen, genau weil du so bist. Und das ist der entscheidende Faktor, diese Einzigartigkeit. Yes. Das finde ich so geil. Sorry, jetzt bin ich schon wieder aufgestanden. Nein, sorry. Alles gut. Ja, also jetzt, schieß los. Ich halte das durch hin. Also erzähl von deiner Idee. What makes a kid? Ja, okay. Ich bin mit Mario auch im Arbeiten sozusagen drinnen. Bin eigentlich in Speaking Coaching unterwegs. Habe hier die Ausbildung bei Creator genießen dürfen. Finde es richtig, richtig cool hier. Die Leute sind ja auch geil. Cool. Und jetzt haben wir gerade gemerkt, okay, wo ist die Positionierung Melissa? Ja? Und da haben wir nochmal reingeguckt. Ich bin wirklich so ein Adrenalin-Junkie, geprägt durch Kinderräume. War ich immer so, okay,
geh einfach los. Ja? Ja, cool. Und dann haben wir den Namen kreiert, moveyourass.today. Ich wusste gar nicht, dass today gibt, ich kenne de und com, ja? Ja. Aber richtig cool. Und da ist jetzt die Philosophie dahinter, wirklich Menschen mal wieder rauszubringen, vor allem jetzt nach Corona, dass wir wirklich sagen, wir verbinden Gleichgesinnte, Menschen, die miteinander wachsen wollen, mal Spaß, mal Adrenalin spüren möchten, an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Und es ist scheißegal, ob du Unternehmer bist oder B2C, cool, ob du Schmerzen hast oder ob du einfach nur angepisst bist vom Job und möchtest geil einfach mal raus, dass du einfach auf so einen Move-Your-Ass-Adventure-Trip gehen geil kannst, wo du, cool, ja, ist cool. Okay. Ja. Weißt du, warum? Ich sag dir, warum das cool ist und warum das funktionieren kann, wenn du es richtig angehst. Der erste Punkt ist der, das fand ich sehr cool, was du gerade gesagt hast. Und zwar, der Punkt heißt der, deine Zielgruppe ist scheißegal. Die meisten von euch werden jetzt denken, okay, der Typ hat mal Marketing studiert, ist Coach, der kann doch nicht sagen, die Zielgruppe ist scheißegal. Doch, in dem Fall ist die Zielgruppe scheißegal. Die Zielgruppe in dem Bereich sind ja einfach Menschen, die mal raus wollen, die über ihre Grenzen hinausgehen wollen, die Neues erleben wollen. Also machen wir mal eine Frage. Wer von euch möchte gerne in seinem Leben nochmal Neues erleben, Grenzen spüren, rausgehen, Action machen? Der hebe mal bitte die Hand. So, cool. Also haben wir damit schon mal angefangen. Alle, die jetzt hier stehen, müssen gleich potenziell dieses Produkt kaufen. Aber das ist schon mal das Wichtige. Dein Produkt ist nicht definiert dadurch, meine Zielgruppe sind nur Männer ab 50 mit Bart oder keine Ahnung was, sondern deine Zielgruppe ist aus dem Benefit für den Kunden herausgeboren. Dann das Zweite, was ich spannend finde, ist die Ausrichtung, die du wählst, wo du sagst, okay, es geht um Action, es geht um raus. Das trifft den Nerv der Zeit. Das brauchen Leute. Wenn ihr ein Business habt oder ein Produkt habt, stellt euch bitte die Frage, ganz ehrlich, will den Scheiß irgendeiner haben? Ich sag's mal so hart. Und ich sag mal, bei 60%, 70%, 80% der Businesses will das niemand haben, weil es niemand braucht. Wenn du sagst, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, dann bitte komm zu mir oder geh zu einem anderen Marketing-Coach. Coach für Persönlichkeitsentwicklung ist keine Positionierung. Coach für Hypnose ist keine Positionierung. Das ist eine merkmalsgetriebene Beschreibung dessen, was du tust. Und du hast das geil gemacht. Es geht um Move Your Ass. Beweg deinen Arsch, tu Neues, mach Neues. Dann erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Ja. Sorry. Also Move Your Ass ist ja sogar zweideutig. Ja, ich wusste tatsächlich auch nicht. Ass bedeutet ja auch, beweg dich, du Esel. Also dementsprechend, ja, das Logo ist auch schon fertig. So ein geiler Esel, wenn ich es zeigen darf. Ja, Hintern raus und so. Also so geil, wirklich so keck, frech. Was mache ich dann mit denen? Also ich treffe mich jetzt hier, ja, kaufen das jetzt 30 Leute. Ja, mega. Und wir treffen uns, was machen wir? Gehen wir Paragliden, Fallschirmspringen? So auf die Art, genau. Also wir starten mit dem ersten Event jetzt im September, was schon fast ausgebucht ist, wenige Plätze verfügbar. Also wer möchte gerne. Guter Pitch. Wenn ihr innerhalb der nächsten 5 Minuten dieses Produkt kauft, erhaltet ihr zusätzlich dazu noch ein paar Socken. Ein Coaching von Felix. Ja. Ein Coaching. Nein, danke, das kriege ich gerade. Geil. Es geht darum, dass wir wirklich 3 Tage raus aus dem Alltag gehen, wirklich gemeinsam nach Österreich in dem Fall jetzt gehen im September und cool, wirklich Adrenalin pur. Wildwater Rafting, Canyon, Abseilen, 10-Meter-Turm springen, wirklich an die Grenzen pushen. Ich mache natürlich auch mit, mir geht bestimmt auch die Pumpe. Ja, ich bin ein Adrenalin-Junkie, aber selbst für mich natürlich auch mit Herausforderungen, klar. Genau, aber es gibt natürlich auch weitere Events mit Fallschirmsprung und nackt in Schnee, ja, also es gibt, sehr cool, glaube ich, für jeden was dabei. Ein Gedanke dazu. Wer von euch ist schon mal Fallschirm gesprungen? Okay. Wer von euch würde Fallschirm springen? Okay. Wir kommen in Summe vielleicht max auf die Hälfte. Und das ist ein Faktor, der natürlich wichtig ist. Wenn du diese Events machst, dann musst du natürlich darüber nachdenken, wie viele Leute hole ich ab, wie viele Leute will ich abholen. Gibt es also zum Beispiel so Camps, wo man sagt, okay, ich mache so ein bisschen Kanufahren und vielleicht auch mal von einer kleinen Klippe ins Wasser hüpfen oder sowas. Und es gibt vielleicht die, die sagen, boah geil, ich will Fallschirm springen mit, lass mal den Schirm zu spät aufmachen. Ne? Also es gibt ja ein unterschiedliches Level. Also zum Beispiel der Jochen Schweizer, auch bei uns in der Speaker Mastermind, ist ja auch hier. Wenn ich dem jetzt sage, ey Jochen, heute Abend das Krasseste, was du je erlebt hast, lass mal Fallschirm springen. Dann sagt er, oh Gott, voll langweilig. Wenn du mir das sagst, dann würde ich sagen, okay, heute Abend ist halt voll schlecht, weil ich wollte ja noch Mittagsschlaf machen. Ja. Also da finde ich halt super wichtig, und das ist der nächste Punkt, darüber nachzudenken, wo stehen eure Kunden?
An welchem Punkt stehen die? Viele Leute fangen dann an mit irgendwelchen digitalen Produkten, aber wo steht der Kunde? Welchen Support will der Kunde? Was will der Kunde da erleben? Muss ich jeden Tag von morgens bis abends Adrenalinparty haben? Oder kann ich vielleicht sagen, ich fahre mit, bin 5 Tage da und habe mir 2 Dinge vielleicht rausgesucht, die ich mir so rauspieke, wo ich sage, ich mache das und ich mache das, aber dazwischen brauche ich kurz 2 Tage, um mal wieder runterzukommen. Und das ist ganz wichtig, diese unterschiedlichen Kunden sozusagen zu verstehen, damit man die alle abholen kann. Schaut euch das an, wie schnell das geht. Ist das nicht Wahnsinn? Das Gehirn funktioniert. Vielen Dank für deinen Mut an der Stelle. Danke für das schnelle. Also sag doch mal bitte, bitte, liebe Leute, gibt es die Domain schon? Ja, die gibt's schon. Nächste Woche ist sie online. Aber ist gibt schon es schon Instagram, TikTok, irgendwas? Instagram gibt's schon, ist aber natürlich noch kein Beitrag. Ist scheißegal, nicht unter Wert verkaufen. Okay. Also, wer sowas spannend findet, Bock auf sowas hat, vielleicht gibt's ja auch Leute, die Trainer, Coaches sind, die irgendwelche abgedrehten Sachen anbieten. Bitte schaut einen Blick, werft einen Blick darauf, weil für jeden Gründer, für jede Gründerin ist es so krass schwierig, sein eigenes Business, ihr eigenes Business aufzubauen. Und darum finde ich es toll, wenn jemand die Bühne nutzt. Also, moveyourass.today, guckt bei Instagram. Vielen Dank für deine Zeit. Ein Riesenkompliment, ein Riesenapplaus. Gerne, gerne. Sehr geil. Ah, Felix, du machst alle glücklich. Das ist ja echt, das ist ja der Wahnsinn mit dir. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich glaube, viele, das war jetzt gerade lustigerweise am Ende das Thema. Wir sind eigentlich am Ende der Zeit, ist mir aber jetzt egal, ist gerade nett. Du hast gerade Social Media angesprochen, auch gerade diese Moves im Unternehmertum, ja. Ne? Social Media für sich zu nutzen, das fällt vielen immer noch schwer. Ich merke das, ja, Beitrag habe ich noch nicht, ne? Klar, ja. Ist jetzt auch noch jung. Ja. Aber generell, wie fährst du da die Taktik, was kann man machen auf Social Media? Was würdest du den Leuten raten? Vielleicht darf ich anders darauf antworten. Also Business Advice dafür. Ich stelle euch mal eine Frage, die würde mich mal total interessieren. Wer findet von euch Social Media gut? Lasst mal die Arme oben bitte. Guckt mal alle anderen, guckt euch mal um. Das ist nicht mal die Hälfte der Leute, die hier sind, sagen, dass sie Social Media gut finden. Okay, machen wir eine andere Frage. Wer von euch hat irgendeinen Social Media Kanal? Instagram, TikTok, LinkedIn, Sing. Und jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage. Wenn mehr als die Hälfte der Leute Social Media scheiße finden, warum sind dann alle Leute von uns auf Social Media? Und darum fand ich dieses Business, wir hätten eigentlich kein geileres Business gerade raussuchen können. Move your ass. Ich kenne das von mir selber, ich kenne das von unserem Team. Oh fuck, wir haben zwar 40.000 auf Insta, wir haben 30.000 auf LinkedIn, aber scheiße, wir haben nur 8.000 Leute auf TikTok. Fuck Leute, wir müssen TikTok machen. Fuck, wir müssen Clubhouse machen. Oh Gott, was ist mit unserem Podcast? Ey, wir haben viel zu wenig Newsletter-Empfänger. Leute, ihr müsst euch wirklich davon verabschieden, gerade im Business, wirklich ein Tipp. Es zählt nicht die Quantität. Es ist scheißegal, dass ich 40.000 Leute auf Insta habe. Reale. Davon sind 37.000 nicht aktiv auf meinem Account. Wenn ich 3.000 Aktive habe, ist das viel, viel hilfreicher. Schau dir jeden Einzelnen an, der dir neu folgt. Bei uns wird jeder begrüßt, in der Regel, außer es ist Wochenende. Kriegt eine Nachricht. Wird angeschrieben, wir kontaktieren den nicht auf eine nervige Art und Weise, auf eine sympathische. Und dann können dir 200, 300, 400 Follower völlig ausreichen. Du brauchst es nicht. Du brauchst es nur, und das hatte ich bei mir genauso, für dein Ego. Als ich Mitte 20 war, habe ich immer gedacht, boah krass, ey, jetzt habe ich schon krass viel Follower und hier Follower. Das ist nur Anerkennung, das ist nur Selbstwertproblematik und das spielt überhaupt keine Rolle. Leute, das ist scheißegal. Es ist scheißegal. Und vielleicht der letzte Gedanke dazu. Wir haben häufig das Gefühl, guck mal, alle Leute haben mega fett Kohle. Alle Leute haben fette Uhren, alle Leute haben fette Autos, alle Leute haben mega Follower. Ich habe den krassesten Buddy, ich habe den krassesten Waschbrettbauch. Meine Freunde sehen alle mega hübsch aus. Ich habe mit den heißesten Frauen auf der ganzen Welt Dates gehabt. Ey, das ist doch Schwachsinn. Das hat kein Mensch. Und dann rennen alle Leute nach Hause, heulen, sind traurig. Wir haben die höchsten Therapiequoten, die es jemals gab. Du kriegst keine Therapeutentermine mehr. Und trotzdem haben alle Leute das Gefühl, bei Social Media, alle sind mega glücklich, leben ihr krasses, super heftiges, digitales Nomadenleben im Jetset, erste Klasse auf Bali. Und das ist doch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn.
Und jeder von euch, der sich an einem Samstag aufmacht, hier hinzukommen, sich das Festival reinzuziehen, hier in der Sonne zu brutzeln, auf eine Bühne zu kommen, ihr seid die geilen Leute. Ihr seid die fucking geilen Leute. Klatscht mal für euch selber. Macht mal ein bisschen Lärm für euch. Ja. Meine Lieben. Ich glaube, das war das würdigste Ende für diese Open-Air-Stage, was wir uns hätten wünschen können. Danke. Der kann noch ein paar Nickerchen machen, wenn er danach wieder so Vollgas gibt. Ich liebe diesen Mann. Felix Tönnesen, danke schön. Danke euch. Danke euch. Naja. Danke. Vielen Dank.